So, und da sind wir und auch die englischen Kollegen. Schauen Sie noch mal die Tabelle an. Unten sehen wir auf Platz 22 die Gäste aus Huddersfield. 283 Autobahnkilometer hier nach Watford hat man auf sich genommen und will hier nach 2 Siegen in Folge auch was mitnehmen. Die Vicarage Road gut gefüllt. Wie gesagt, es ist die vermeintlich letzte Chance, noch oben ranzukommen. Und da sind die Mannschaften. Die Grüße gehen auch noch mal nach oben. Wetter ist gut, 14 Grad Sonnenschein. Da kann man definitiv an einem Karfreitag schon mal ins Stadion gehen. Und das ist die Aufstellung von Chris Wilder. Hat zweimal gewechselt. Jeremy Ngakia raus. Und Joao Ferreira spielt dafür auf der rechten Außenbahn. Zudem Davis heute nicht mit dabei. Dafür der junge Yasa Aspilja mit dabei. Wer auf gar keinen Fall fehlen darf, ist Daniel Bachmann, der Österreicher, der absolute Dauerbrenner, hat jedes der 39 Spiele mitgemacht. Und das die Aufstellung von Neil Warnock. Auch er, der 72-Jährige, hat reagiert. Danny Ward spielt vorne drin. Dafür Weckhorn heute nicht in der ersten Elf. Ansonsten alles beim Alten. Wieso sollte man auch etwas verändern? Zuletzt hat alles so gut funktioniert. Kapitäne bei der Seitenwahl, Joao Pedro und Jonathan Hogg. Der 34-Jährige, so wichtig. Und hier sehen wir Chris Wilder. Weiß, wie man aufsteigt. 100 Punkte. 2019 mit Sheffield United geholt. 2021 dann die Entlassung. Und das ist der ganz Erfahrene, Neil Warnock. Los geht's. Die Gäste von links nach rechts und die Hausherrin von rechts nach links. Das Hinspiel haben die Hornets souverän mit 2:0 gewinnen können. Bei Watford geht der Trend seitdem auch nach unten. Hatten einen guten Saisonbeginn.
auch im Verlaufe der Saison nicht wer weiß wie abgeschmiert. Erst in den letzten 8 Spieltagen ging es dann richtig runter. Jetzt steht man auf Platz 11 der Tabelle. Hat man sich sicherlich alles anders vorgestellt. Letzte Woche das Derby bei Luton Town mit 2:0 verloren. Das tat richtig weh. Joao Pedro. Hier haben wir ihn mal. Den Brasilianer. Wird mit Applaus begleitet. Kone rutscht weg. Kontermöglichkeit für die Gäste. Sah nicht ganz unfair aus, was Imran Lusa da gemacht hat. Zieht und klammert ein bisschen, aber die Grätsche aus meiner Sicht in Ordnung. Jack Rudouni beim Freistoß. Fürs Erste geklärt. Und dann gibt es den Freistoß. Chaudhary, souverän, der Mann mit der Nummer 4. Ferreira macht es dann nicht so gut. Erster Abschluss für die Gäste in Form von Danny Ward. Der Schiedsrichter David Rapp. Ken Sema erarbeitet sich die erste Ecke, kurz ausgeführt. Hier haben wir den Schweden wieder. Ja, sie fordern den Schuss, die Fans. Nicht mit Porzeus, noch nicht. Wieder Sema. Australia. Und dann vertändelt Joao Ferreira den Ball.
Ja, und jetzt ist der Konter im eigenen Stadion möglich. João Pedro, 9 Tore hat er schon gemacht. Bester Torschütze neben Ismail Azar. Sie spielen es nicht zu Ende. Ja, guter Ball vom niederländischen Innenverteidiger. Hat man im Winter von RSC Anderlecht geholt. Zweite Ecke. Edmunds Green gegen Ken Sema. Flanke kommt, bringt nichts ein. Im Rückraum sind sie dann aber doch. Kone. Und Loser dann zur nächsten Ecke. Diesmal etwas besser, aber kein Problem für Thomas Vaclik. Lange die Nummer 1 im tschechischen Tor gewesen. 3 Jahre in Andalusien beim FC Sevilla unter Vertrag gewesen. Musste sich auf die Bank setzen hinter Pavlenka. Was die Nationalmannschaft anbelangt. Sema. Loser mit Kone. Kone auch im Winter neu verpflichtet. Für 8 Millionen von Montreal gekommen. Ivorische Vorfahren spielt in der Nationalmannschaft von Kanada. Dort ist er auch geboren. War bei der WM mit dabei. Haben aber in der Gruppe mit Belgien, Kroatien und Marokko das Nachsehen gehabt. Kone, hier ist er wieder. Kone! Haben sie gut gemacht. Der Schwede wird nicht angegriffen. Dann einhaken, eine Bewegung. Und dann der Abschluss. Sie nähern sich an. Ja, das sah unglücklich aus. Mit den Köpfen zusammen. Pozeus und Imran Lusa.
Beim Marokkaner hat das Ganze etwas mehr gescheppert. Hat die WM aufgrund einer Knieverletzung verpasst. Wurde erst im September letzten Jahres allmählich wieder fit, hat dann aber nicht gereicht. Und er in seiner zweiten Amtszeit bei Huddersfield war von 1993 bis 1995 schon bei den Terriers unter Vertrag. Hier sehen wir Yasa Asprilla, der hat richtig Tempo. Hat auch schon 2 Tore erzielt, der 19-Jährige. In der Länderspielwoche Ende März auch mit der kolumbianischen U20-Nationalmannschaft unterwegs gewesen. Zuerst musste man sich mit 2:0 gegen Wales geschlagen geben, danach gab es ein 0:0 gegen Schweden. Durfte auch schon 2-mal für die A-Nationalmannschaft ran. Also da hat man sich ein vielversprechendes Talent gesichert. Das Innenverteidiger-Duo Michael Hellig und Tom Lies. Da haben wir den 27-jährigen Polen gerade gesehen. Also nur mal zum Vergleich, der Innenverteidiger mit 3 Millionen, was den Marktwert betrifft, ganz oben angesiedelt bei den Gästen. Jetzt noch mal kommen und dann die Grätsche. Zu Recht gelb. Ryan Porzeus. Und die hat er sich verdient. Erst die dritte in dieser Saison. Von daher wird er sie verkraften können. Und was ich eben noch mit den Marktwerten meinte, der höchste Marktwert bei Watford ist oder hat Joao Pedro inne mit gut 20 Millionen. Und das ist dann einfach mal das Siebenfache. Und da muss ich mich korrigieren, 24 Millionen sind es, also achtfach. Generell die Kader ja der Teams auch für ganz verschiedene Ziele angelegt. Bei Watford wollte man unbedingt oder will man unbedingt wieder aufsteigen. Ja, und im Rückraum steht noch einer. Gefährlich. Flanke kommt gut rein. Kettet bekommt das nicht richtig geklärt. Und dann gibt es die erste Ecke für die Gäste.
jetzt rein. Gar nicht so schlecht. Szene immer noch heiß. Da bin ich sogar beim Schiedsrichter. Das ist nicht immer zwangsläufig hohes Bein. Wir schauen noch mal drauf. Ja, Hut bekommt da den Fuß von Helik ins Gesicht. Satan ist sehr schnell. Yasa Asprilla. Das Spiel in den letzten Minuten etwas schlampiger geworden auf Seiten von Watford. Gut gemacht. Kone. Wie der den Ball behandelt. Einfach stark. Joao Pedro. Wieder der 21-Jährige zieht nach innen. Kein Problem für Thomas Watzschlick. Da wird nicht angegriffen von Helik. Das ist auf jeden Fall etwas, was funktionieren kann. Die Jungs da hinten, nicht die schnellsten, nicht die beweglichsten. Der 21-jährige Brasilianer dagegen schon. Bei den Hornets in den ersten gespielten 19 Minuten schon ein Plan erkennbar. Passgenauigkeit 86%, bei den Gästen dagegen nur 57%. Dementsprechend schnell ist der Ball auch immer weg. Was bedeutet Ballbesitzposition? Natürlich auch klar auf Seiten von Watford mit 76%. Das ist schon erdrückend. Also man wird sich hier auf das Kontern beschränken bei Huddersfield. Das erstmal der Matchplan von Neil Warnock. Joao Pedro lässt sich jetzt mal tief fallen. Ja, er holt sich die Bälle. Missverständnis. Super gemacht von Loser. Wer läuft mit? Wer hilft? Joao Ferreira lädt ab. Und Watzschlick. Die Einschläge kommen näher.
Seemann mit der Hacke. João Pedro bekommt ihn nicht. Hat aber noch Zeit für einen kurzen Applaus. Sehr untriebig. Der Mann mit der Nummer 10 gegen 3. Kone, Sema, Loser! Tolle Tat von Vatschlik. Das war ein ordentliches Pfund. Zu 1 Ecken. Diesmal von der anderen Seite. Aber diesmal auch genauso schlecht wie die Male davor. Also das ist unzureichend, was aus den Eckbällen gemacht wird. Kone. Und Potseus ins Nirgendwo. Also unzufrieden braucht er nicht sein mit seiner Mannschaft. Bis jetzt läuft alles nach Plan. Aber wenn die Hausherren hier mit 1:0 in Führung gehen sollten, dann muss man einiges, wenn nicht sogar alles, überdenken und umschmeißen. Sema, den hat er. 7 Vorlagen schon gegeben. Und somit der beste Torvorlagengeber seines Teams. Jetzt lässt Asprilla sich mal fallen. Der Sturm wechselt sich also ab. Mal darf der ins Mittelfeld, dann wieder der andere. Und immer wieder Kone auch mit dabei. Ken Sema. Noch drinne. Kontermöglichkeit über Koroma und Ward in der Mitte. Porzeus mit allen Kräften, mit allem, was er hat. Schau doch mal drauf. Hut rutscht vorbei. Und Josh Koroma. Alle Möglichkeiten. Bringt ihn in die Mitte auf Danny Ward. So kann es gehen. Danny Ward, ja, der Siegtorschütze beim Auswärtssieg. Am 38. Spieltag bei Millwall. Zur Halbzeit reingekommen. Und in der 67. Minute dann seinen Moment gehabt. Viertes Saisontor für ihn.
Da hat Ferreira einen auf den Knöchel bekommen. Jo. Von David Kazumu. Zumindest mal gelb verdächtig. Da steht keiner. Das sollte auch der 34-Jährige wissen. Hut lässt sich den Ball abluchsen. Und Koroma, und jetzt bleibt er nochmal hängen. Da müssen aufpassen, dass sie nicht die Kontrolle verlieren. Gäste jetzt schon das ein oder andere Mal am Ausschwärmen. Watford hat alles im Griff, solange sie den Ball haben. Fahrlässigkeiten haben wir das ein oder andere Mal schon gesehen. Ansonsten sicherlich kein schlechter Auftritt. Hier die nächste Fahrlässigkeit. Asprilla mit dem Fehler. Kazumu kriegt ihn durchgesteckt und dann ist Ketket da. Weiter Jack Hudoni. Eckball Nummer 2 für die Hornets. Haben auch einiges an Gardemaß vorne mit drin. Ja, zum Beispiel Tom Lees. Joao Pedro mit dem Fehler. Helik bringt den Ball rein. Sich da gut durch. Rudoni bleibt an Loser hängen. Kone, Asprilla, Joao Pedro. Chuduri. Nochmal Asprilla. Joao Pedro versucht einen Doppelpass. Dann bekommen sie es gelöscht.
Wieder João Pedro, der nächste Versuch. Asprilla. Asprilla! Der passt! Der 19-Jährige holt diesen linken Huf auf einmal raus. Wir schauen noch mal drauf. Wird nicht angegriffen von Ruffles. Und dann lädt Asprilla einfach ab. Keine Chance für Vatschlik im Tor. Ansatzlos, leicht abgefälscht. 1-0 und das ist hochverdient. Seit 2022 bei Watford. Erstes Ligator für ihn, zweites für, wenn man alle Wettbewerbe zusammenzählt. Hat unter anderem auch im Pokal gegen Arsenal getroffen. Hier und heute wieder. Pedro verliert den Ball. David Kazumu. Nächste Ecke. Müssen jetzt aus sich rauskommen. Josh Koroma. Webb hat noch ein paar Einwände. Helik gegen Hut. Eine für Bachmann. 1,91 Meter lang. Dritter langer Ball von ihm, der nicht ankommt.
Und hier haben wir Yasa Asprilla. Catcourt, ja, souverän. Joao Pedro läuft auf Lies zu, der ist gut verteidigt. Vieles versammelt sich da auch im 5-Meter-Raum. Ecke kommt nochmal Return. Kone in die Mitte. Und Asprilla verpasst nur knapp. Nimmt's aber mit Humor. Jelic zum Einwurf. Chris Wilder verkneift die Augen. Die Sonne scheint da schon ordentlich drauf. In der Richtung Trainerbänke. Kann man nur die Empfehlung aussprechen, sich Sonnencreme drauf zu machen. Kann übel werden sonst. Gut gespielt. Catcourt rutscht daneben und dann ist es gut sein Innenverteidiger-Kompagnon, der das fürs Erste klärt. Und Ferreira dann endgültig. Das hatte Potenzial. Hier aus einem Einwurf. Danny Ward, vorbei an Freund und Feind. Und Wesley Hood ist da. Wieder gewinnt Tom Lees das Kopfballduell. Helik. Pedro, guter Einsatz von David Kazumu. Erst gegen Kone, dann gegen Joao Pedro, dann trifft er ihn unten leicht am Knöchel, spielt aber den Ball, von dem her alles fair, alles sauber, auch wenn das ziemlich hart war für den 21-Jährigen. Hier sehen wir den 29-jährigen niederländischen Innenverteidiger. Wurde bei Alkmaar ausgebildet. 2017 ging es dann für 16 Millionen. Nach Southampton hat da die erste Premier League-Erfahrung gesammelt. Hat dann auch noch mal leihweise bei Lazio Rom gespielt.
und wurde jetzt im Winter für 2 Millionen aus Anderlecht geholt. Schuderi mit dem Kopf. Ist geliehen von Leicester City. Spielt eine gute Saison. Wäre definitiv auch bei Leicester auf seine Einsatzzeiten gekommen. Wollte aber mehr. Wollte jedes Wochenende spielen, und zwar wenn möglich von Anfang an und gerne auch bis zum Ende. 84 Spiele für Leicester absolviert. Auf Joao Pedro. Anderthalb Minuten noch bis zum Pausentee. Gute filigrane und auch schnelle Bewegung. Wurde ja gemunkelt, dass AC Mailand an ihm dran ist. Verträge von Giroud und Ibra laufen aus und jetzt die Chance für Huddersfield. Ausgleichstreffer. Jack Rodoni. Erste große Chance. Und da ist der Ausgleichstreffer. Leitet das Ganze selber mit ein. Kuroma in die Mitte. Und Porzeos bekommt's nicht geklärt. Cat Kurt hier auch nicht. Da gehen sie nicht entschlossen drauf. Schuderi versucht's dann noch mit der Grätsche. Ziemlich unglücklich auch die Rettungsaktion. Denn genau da stand dann der 21-Jährige. Erstes Saisontor für ihn. Ja, das ist mal eine kalte Dusche. Kurz vor der Pause. Asprilla. Noch ist Zeit, dran zu schrauben. Loser. Wieder Asprilla. Und Ken Sema hat ihn noch. Guter Einsatz von Chaudhary. Das schmeckt zur Pause 1:1 beim FC Watford.
Sie haben deutlich weniger vom Spiel. 75 zu 25 Ballbesitz. Aber sie machen aus dem, was sie haben, ganz schön viel. Zur Pause 1 zu 1. Er der Torschütze zum 1 zu 0. Yasa Asprilla, ehe Jack Rudoni dann kurz vor der Pause ausgleichen konnte. Wir atmen alle einmal durch und freuen uns dann gleich auf Durchgang 2. So, und dann pfeift David Webb Halbzeit Nummer 2 an. Die Hornets von links nach rechts und die Terriers von rechts nach links. Und die haben wir in Gakia gleich. Ja, sorgt nach 15 Sekunden gleich schon für erste Unruhe. Da bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber der Schiedsrichter läuft unrund. David Webb läuft unrund. 213 Championship-Spiele hat er schon geleitet, noch nie in der Premier League aktiv gewesen. Das wäre mal ein Wechsel, den wir so nicht erwartet haben. Sollte der Schiedsrichter hier gleich noch vom Feld gehen müssen. Wir werden das alles beobachten. Ja, Loser weiß nicht, wohin mit der Pocke. Keiner hilft, keiner bietet sich an. Letzte Saison ja noch in der Premier League gespielt, der FC Watford. Dort wurde man 19. mit 23 Punkten. 15 mehr und man hätte noch das rettende Ufer erreicht. Also das ist natürlich utopisch. Ein Abstand, wo man dann sagen kann, okay, der Abstieg mehr als verdient. Hier hat man jetzt auch schon den dritten Trainer in dieser Saison. Also Rob Edwards musste nach knapp 3 Monaten seinen Hut nehmen. Das ist für mich kein Handspiel. Und wurde dann nach dem 11. Spieltag von Slaven Bilic übernommen. Und der hat es nicht geschafft, dieses Team hier auf Kurs zu bringen. Jetzt liegt es an Chris Wilder. Kommt gut aus der Pause. Asprilla mit dem nächsten Versuch. Den Trainer hatte man ja dann von Edwards zu Bilic gewechselt, weil man diese reale Aufstiegschance noch wahrnehmen will, wollte. So Ben Manga, ehemals Chefscout bei Eintracht Frankfurt, hier in verantwortlicher Position. Und aus den letzten 9 Pflichtspielen hat Slaven Bilic nur einen Sieg geholt. Dementsprechend jetzt Chris Wilder hier an der Vicarage Road in Watford.
Na, Flanke gut. Ciao, Petro. Sama mit Hut. Aber Joao Petro mit 1,82 und eher Techniker als Kopfballspieler. Nicht der Stärkste nach Flanken. Ja, Ngakia, der bringt richtig Tempo hier ins Spiel rein. Immer noch der Rechtsverteidiger in den Rücken von Sema. Ja, gut verteidigt von Edmunds Green. Und jetzt hat Sema sich wehgetan. Nochmal Sema gegen Edmunds Green. Danach dann Joao Pedro gegen Jonathan Hook. Boah, super gemacht. Chudui. Über außen nicht seine Disziplin. Dementsprechend auch die Flanke. Versuchen es weiter. Hier nochmal. Der Schmankerl vom Brasilianer. Verliert den Ball an Rudoni. Immer noch der Mann mit der Nummer 22. Wird dann geschubst. Kriegt den Freistoß. Die Sonne steht ihm im Gesicht. Asprilla, ist das fein. Und super verteidigt von David Kazumu. Ja, das müsste gelb geben für Joao Petro. Ja, der sagt fürs erste Foul hier. Klare gelbe Karte. Da gibt es gar keine Diskussion. Kazumu macht das richtig gut. Und dann ist es Karte Nummer 6. Für den Mann mit der Nummer 10. Flanke kommt gut und er fällt rein. Danny Ward.
Die Terriers drehen diese Partie. Ganz entscheidend hier das Kopfballduell. João Pedro, wir haben es eben gesagt, nicht der Kopfballstärkste. Guter Kopfball von Matty Pearson. Und dann ist Danny Ward da. Watford reagiert, Chris Wilder reagiert und das ist auch wichtig jetzt. Kone geht runter, hat mir gut gefallen, vor allem die ersten 30 Minuten. Außerdem Cathcart geht auch runter und neu dann Ismail Azar und Britt Asombalonga. Man muss was tun. Und mit Ismail Azar kommt jemand, der weiß, wo das Tor steht. 9 Tore, bester Torschütze zusammen mit João Pedro. Das ist ziemlich bitter für Watford. Das ist eine sehr bittere Pille, die man da schlucken muss. Ja, aus Sicht von Huddersfield macht das richtig Spaß, jetzt auf die Tabelle zu gucken. Platz 21 auf einem Nicht-Abstiegsplatz. Und das hat er zu verantworten, Neil Warnock. Als der Trainer gewechselt wurde, haben sie gesagt, er, der 74-Jährige, soll wieder für das Lächeln auf dem Gesicht sorgen. Man hat ihn dafür extra aus dem Ruhestand geholt. Das trägt gut Früchte. Das wirft richtig was ab. Und die haben richtig gute Laune. Es wird eine witzige Rückfahrt, wenn das hier beim 2:1 bleibt. 300 Kilometer, 3 Stunden mit dem Auto. Ist dann jetzt auch eine Frage der Verantwortung. Also wer bereit ist, hier jetzt auch die Kohlen aus dem Feuer zu holen. Da haben wir Ismail Azar. Einsatz. Auch das ein gelbwürdiges Foul aus meiner Sicht. Und die hat er sich verdient und die bekommt er auch. Guter Einsatz von Loser.
aktuell im Übrigen unschlüssig. Da gibt es verschiedene Quellen, die verschiedene Torschützen haben. Die einen sagen, es war Danny Ward, die anderen sagen, es war Matty Pearson. Das Ganze gerade noch mal gecheckt, also womöglich Matty Pearson. Aber ich verweise dann jetzt schon auf die Highlights nach dem Spiel. Da schauen wir uns das alles noch mal an. Ruffles mit der Flanke und Bachmann. Joao Pedro mit dem missglückten Hackentrick. Kazumo gegen Ken Sema. Ja, Schmerzen beim Torschützen zum 1:0. Nach wie vor hat Watford mehr vom Spiel. Auch die Passgenauigkeit. 85% ist gut. Bei den Gästen kommt nur jeder zweite Ball an. Und trotzdem steht es 1:2. Nochmal. Die Hornets kamen gut aus der Pause. Vor allem er hat richtig Dampf gemacht. Ngakia. Assam Balonga auf Ismail Azar, die beiden Eingewechselten. Durch den Wechsel mit Cathcart, der jetzt nicht mehr auf dem Feld ist und für ihn ja Britt Assom Balonga, hat man dann auch umgestellt. Hinten jetzt mit einer Viererkette. Also das Ganze offensiver jetzt. In Wahrheit hat man jetzt vier Stürmer auf dem Platz. Ismail Azar, Assom Balonga, Asprilla und Joao Pedro hier am Ball. Sema. Kazumo macht's richtig gut. Der arbeitet schon die ganzen knapp 65 Minuten, läuft hoch und runter. Vorne wie hinten. Und bei Asprilla geht's nicht mehr weiter. Da würde mir noch einfallen, Leandro Bacunha. Ein zentraler Mittelfeldspieler. Der würde dann für Stabilität sorgen. Aber auch in der Lage, den Ball nach vorne zu treiben.
Lazar kriegt einen Tritt in die Hacken von Tom Lees. Und es kommt Hassane Kamara. Er soll jetzt Asprilla ersetzen. Ein linker Verteidiger, der aber sicherlich auch offensiv spielen kann. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass Ken Sema nach vorne rückt. Und Kamara dann hinten links übernehmen wird. Noch bei Huddersfield. Wird nochmal gewechselt. Reagiert. Edmunds Green wird das Feld verlassen. Unauffällig, aber das ist jetzt auch kein großes Wunder für einen zentral defensiven Mittelfeldspieler. Kam im Winter zurück aus Wigan und Scott High. Gut in die Partie kommen. Bei Huddersfield, bei den Gästen, sind natürlich darauf bedacht. Boah! Der kommt noch richtig gefährlich. Wollte es gerade sagen, man ist darauf bedacht, hier die Führung mit nach Hause zu nehmen. Und dann diese Bogenlampe. Fast das Eigentor. Das würde ich gleich gerne sogar noch mal sehen. Asomba Longa. Loser. Kamara zur Ecke. Wir müssen den Druck jetzt erhöhen. Selbst nur unentschieden. Eigentlich zu wenig. Wieder gut verteidigt. Ja, den Schrei hat man gehört. Da hat es ihm sogar den Schuh ausgezogen. Hier nochmal Helik. Und dann fällt der Ball oben auf die Latte.
Sie haben zu Hause schon so viel liegen gelassen. 20 Spiele, 33 Punkte geholt. Also ein Schnitt knapp über 1,5 pro Heimspiel. Und die Gäste sind, was die Auswärtstabelle anbelangt, auf Platz 21, viertletzter Platz. Haben erst viermal gewonnen in der Fremde, 12-mal kassiert. Kommt heute Sieg Nummer 5 dazu. Sema. Saar auf Loser. Ist der falsche Fuß. Der linke ist der richtige für ihn. Ja, den wird David Webb sich natürlich jetzt zur Brust nehmen. Und das auch völlig zu Recht natürlich. ...18 Minuten regulär noch auf der Uhr. Dieser Trainerwechsel zu Neil Warnock. Hier haben wir gerade die beiden nochmal gesehen. Er hat sich definitiv gelohnt. Zuvor war ja hier Mark Fotheringham Trainer, Co-Trainer von Felix Magath zuvor. Mit ihm hat es nicht funktioniert. In 20 Spielen nur einen Punkteschnitt von 1,05 geholt. Viel zu wenig. Letztes Jahr noch fast aufgestiegen. Im Finale ist man an Nottingham Forest aufgrund eines Eigentors gescheitert. Von Colwill. Es ist natürlich ziemlich bitter, dass man dann in der darauffolgenden Saison so tief unten drin hängt. Man ist jetzt seit 4 Jahren in der Championship. Nachdem man 2017 mit David Wagner, dem Deutschen, aufgestiegen ist. Und der hatte auch seine deutschen Jungs mit im Kader, nämlich Chris Löwe, Michael Häfele, Elias Katschunga und Chris Schindler. Im Januar 2019, nachdem man zuvor die Klasse gehalten hat, musste David Wagner dann gehen. Gut gemacht von Porzeus Ngakia. Kommt nicht mehr in die Position, sein Tempo auszuspielen. Wenn man die Kaderwerte mal zur Rate zieht, was auf Transfermarkt vermerkt ist. Da steht, warte, wir schauen jetzt auf Asamoah Longa. Da sieht man dann wieder diese Parallelwelt, was die Marktwerte betrifft. Watford mit knapp 130 Millionen Kaderwert. Und Huddersfield hingegen kommt nur auf knapp über 28 Millionen. Also das ist natürlich ein gewaltiger Unterschied zwischen einer Mannschaft, die seit 4 Jahren in der Championship spielt, und einer Mannschaft, die letztes Jahr aus der Premier League abgestiegen ist. Ja, sie kämpfen, sie mausern sich richtig, die Jungs aus Huddersfield. ...12 zu 7 Schüsse. Natürlich
sind die Hausherren hier überlegen. Natürlich haben sie auch mehr vom Spiel. Aber zweimal eiskalt erwischt worden. Das ist dann im Fußball nun mal so. Joao Pedro. Super verteidigt von Scott High. Jonathan Hawk schießt den Ball weg. Bleibt aber wohl ungeahndet. Währenddessen David Kazumu Schmerzen hat. Ja, völlig zu Recht. Shuduri hält die Stollen drauf. Sehen wir mit der Flanke. Ndakia. Ecke. Sollte der Ausgleichstreffer fallen, haben wir hier richtig Feuer unterm Dach. Nusa bei der Ecke. Die kommt jetzt rein. Wieder nicht gut. Da werden wahrlich Chancen vertan. Shuduri. Wieder einfach stark, was Kazumu da spielt. Vergangenen Sommer von MK Dons gekommen. Und macht heute ein super Spiel. Na, Stimmung kippt. Die Gesichter sichtlich unzufrieden. Gut durchgesetzt von Asamoah Longa. Sind bissig, sind griffig, die Gäste. Michael Helik macht ein super Spiel. Gut mit Saar und Ngakia. Shuduri. Joao Pedro taucht ab die letzten 10, 15 Minuten. Koceos mit Ngakia. Nächste Ecke. Danny Ward schmeißt sich in den Ball. 10 Minuten noch regulär. Ecke diesmal kurz ausgeführt. Ismail Azar, Jeremy Ngakia. Die Flanke ist gut. Azar mit dem Haken. Und dann wieder Danny Ward. Noch ist es nicht komplett verteidigt. Wieder Azar, wieder Ward. Kommt.
Diesmal kommt Joao Pedro wenigstens an den Ball. O'Neill Warnock wechselt. Danny Ward macht Platz. Hat er nun das Tor gemacht oder nicht? Vermutlich nicht. Aber nochmal, da verweise ich auf die Highlights nach dem Spiel. Schauen wir nochmal schön drauf. Dauert hier natürlich auch alles ziemlich lange. Kian Harrod kommt in die Partie. Spielt vornehmlich bei Huddersfield in der League 2, also Huddersfield B. Und macht heute sein erstes Championship-Spiel, der Mittelstürmer. Und dann steht es 3-1. Es ist eine Geschichte, die fast nur der Fußball schreiben kann. Kian Harrod, gerade reingekommen. Erstes Spiel für die erste Mannschaft von den Terriers. Super Flanke von Koroma. Und dann steht Kian Harrod genau da, wo ein Mittelstürmer stehen muss. War erst wenige Sekunden auf dem Spielfeld. Ist vor Shuduri am Ball. Das ist Wahnsinn. Und das wird's dann wohl gewesen sein. Müssen sich jetzt richtig strecken. Ja, ist auch schön giftig mit drin. Bereitet sein Tor also selber mit vor. Und dann macht er's. Gute Flanke auch von Josh Koroma. Roma hält den Ball drin. Rodoni. Ah, stark gespielt. Die spielen hier definitiv nicht wie ein Absteiger. Roma.
letzte Woche das Derby gegen Luton Town mit 2:0 verloren. Heute gegen den akut abstiegsbedrohten Gegner aus Huddersfield mit 1:3 hinten. Der Druck wird nicht geringer an der Vicarage Road. Der 74-Jährige hat sie wach geküsst. Stehen, wenn das hier so bleibt, das erste Mal in dieser Saison auf einem Nicht-Abstiegsplatz. Und der Torschütze zum 3:1. Herzlichen Dank an die Regie. An Andy Gartz. Kian Harrod war 30 Sekunden auf dem Platz. Und dann hat er schon zugestochen, der 20-Jährige. Zweieinhalb Minuten noch, das hat sich Chris Wilder anders vorgestellt. Man wollte heute zeigen, hier zu Hause, dass man doch in die Top 6 gehört, dass man doch im Verlauf des letzten Viertels der Saison noch richtig schön mit oben reinrutschen kann. Die nächsten Spiele dann bei Coventry, danach zu Hause gegen Bristol und dann nochmal zu Hause gegen Cardiff. Eigentlich müssen sie die nächsten drei gewinnen. Und für die Gäste geht's zu Hause gegen Blackburn. Das wird sicherlich ein ordentliches Brett. Und dann bei Swansea City. Aber wenn sie so weiterspielen wie heute und auch wie in den vergangenen letzten Spielen, dann wird diese Mannschaft, dieser Club nicht absteigen. Und das Stadion leert sich schon. Also die Leistung ihrer Mannschaft hat sie förmlich vom Sitz gerissen. Man geht nach Hause. Und das nicht, weil es alles so doll war, sondern weil sie einfach enttäuscht sind. So, konnte keine Akzente setzen nach seiner Einwechslung. Fünf Minuten gibt es obendrauf. Fünf Minuten Zeit, aber Hoffnung und Glaube, das, was es bräuchte, das haben die Jungs in Gelb-Schwarz nicht mehr. Es plätschert dahin.
Seine Jungs haben ihr die Party Crasher gespielt. Kriegen Sie noch mal die Chance. Britt Asomba Longa. Anschlusstreffer. Da war mal diese Wucht. Da war mal diese Entschlossenheit. Super Einsatz von Chuturi. Saar spielt den Ball schnell weiter. Und Asomba Longa mit dem Anschlusstreffer. Wieder alles drin in den letzten verbleibenden knapp 3 Minuten. Wanschlik jetzt nicht wirklich schnell unten, aber ihm will ich jetzt hier nicht die Hauptschuld geben. Harrod möchte Koroma noch mit reinnehmen. Oh, und João Pedro bekommt jetzt noch einen drauf. Ja, gibt für beide gelb. Oh, übler Einsatz von Jonathan Hock, aber als Kapitän und Aggressive Leader darf man schon mal so hinlangen. Torwart auch mit vorne. Kriegen Sie noch mal die Chance. Kein Elfmeter, sagt David Webb. Einwurf lang und schnell ausgeführt. Ismail Azar, nee, das ist kein Elfmeter. Alles korrekt gesehen vom Schiedsrichter. Helik gegen Saar. Da gibt es ja noch ein paar Worte hinterher. Paar ist gut, das sind ganze Sätze. Ballbesitz Watford. Nachspielzeit jetzt abgelaufen. Es gibt noch mal den Freistoß. Es geht heiß her. Porzeus schießt den Gegner ab. Jack Rudoni.
Den holt sich der 30-jährige Kongolese aber auch gut. Das ist vermutlich die letzte Chance, die letzte Aktion in diesem Spiel. Imran Lusa beim Freistoß. Daniel Bachmann, der Österreicher, der Dauerbrenner, hat keine Minute in dieser Saison verpasst. Bekommt hier jetzt noch mal gelb. Neunzigste plus sieben. Alles vorne, was köpfen kann. Fürs Erste verteidigt. Der Ball kommt noch mal rein. Und Bachmann springt in den Gegner hinein. Und sieht dafür gelb-rot. Gerade habe ich noch davon gesprochen, dass er der Dauerbrenner ist. Keine Minute in dieser Saison verpasst hat. Und jetzt geht er runter. Wird erst geschoben und geschubst. Und dann hier mit dem Einsatz. Gegen Matti Pierce. Die Nerven liegen blank. Das wird es wohl dann auch gleich gewesen sein. Ich verweise dann jetzt schon mal auf Benfica gegen Porto, das O Clásico, das wir gleich bei Sport Digital Fußball im Angebot haben. Heute Abend dann das Topspiel der Championship. Borough gegen Burnley. Und morgen, ihr kennt das, bei Sport Digital Fußball geht's weiter mit Live-Fußball satt. Wir starten den Samstag mit der A-League. Weiter geht's dann im Laufe des Tages noch mit Pogoń Szczecin gegen Cracovia Krakau. Und jetzt ist es hier erstmal vorbei. Huddersfield Town gewinnt mit 3:2 gegen Watford. Sie müssen diese bittere Pille schlucken. Am Ende wurde es noch mal knapp, aber alles in allem muss man sagen, ein gutes Auswärtsspiel. Und sie sind erstmals auf einem Nicht-Abstiegsplatz. Auf der anderen Seite bei den Hornets liegen die Nerven blank. Jetzt noch in die Top 6 zu kommen, ist machbar. Aber sie brauchen endlich eine konstante Leistung. Und Neil Warnock und seine Mannschaft haben es geschafft. Der 74-Jährige hat sie wach geküsst. Und wir arbeiten das Ganze dann in wenigen Minuten nochmal auf, sind dann zurück mit den Highlights. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, macht's gut, bleibt uns treu. Bye, bye.